Ja, danke, dass du mal ganz schnell von der Probe hierher kommen konntest. Du bist ja heute mit einer kompletten Band hier. Die Zöllner sind so eine Art Grundband für den Abend. Ja, wir sind vor allem die jüngsten Ostrocker wahrscheinlich, außer der Nachzügler Manuel Schmidt. Und somit fällt es uns natürlich anheim, das Erbe musikalisch mit zu übernehmen. Die anderen sind ja manchmal auch wohnen zu weit weg oder sind schon zu müde. Und wir sind gerade mal schlappe, noch nicht mal ganz 60. Insofern sind wir natürlich noch richtig auf Draht. Ich bin der jüngste Ostrocker. Mein Name ist Dirk Zöllner. Ich bin der jüngste Ostrocker, habe ich gedacht. Habe ich gedacht. Es gibt noch Jüngere. Es gibt zum Beispiel die Erben der Ostrocker, die machen noch so weiter. Moritz ist 1981 geboren, ist der Sohn von Cäsar. Und der war 8 Jahre, als die Wende fiel. Dann haben wir hier noch viel, viel schlimmer. Manuel, der ist 85 geboren, er war 4 Jahre alt und übernimmt jetzt das ganze Erbe. Und ich habe gehofft, dass ich das alles machen kann. Das ist eine Sauerei, Leute. Also komm, wenn ich dich angucke, mein Lieber. Du, nein, ich finde es ja toll, dass die Zöllner dank auch ihrer Besetzung so eine Art Basic Band sind und all die verschiedenen Osthits, die wir heute Abend live hören werden, auch mittragen. Ist das jetzt für euch ein Spaß oder war das eine Riesenarbeit, um die Arrangements euch da drauf zu drücken? Ich glaube, viele sind große Freude. Also in unserer Band, jetzt mal, um mal ganz ernst zu sein, sind ja viele Leute, die haben nicht mehr aktiv am Ostrock sozusagen teilgenommen, sondern erst später dann mit mir. Und es ist eben dieses Kapitel Ostrock, was ja manchmal, was man manchmal auch verschämt in den Mund genommen hat, ist mittlerweile, erwächst das, sagen wir mal, zu einer Qualität. Es ist nicht mehr politisch verbrämt, dass man das nicht gut findet. Es gibt unglaublich viel Zeug, was so einzigartig ist in der Kunst, dass es irgendwie schön ist. Ich war früher auch in meiner Arroganz als Jugendlicher gesagt, oh, das gefällt mir alles nicht, außer vielleicht Panko und Silly. Und jetzt muss ich wirklich sagen, dass ich das für mich nachträglich entdecke. Ich bin ja mehr ein Kind der 80er Jahre und die meisten in meiner Band sind mehr Kinder der 90er Jahre. Das heißt also, die sind wirklich, gehen da völlig unbefangen an diese Musik ran und entdecken da unglaublich viel Musikalität. Und da meine Band, die ich ja mühevoll gesammelt habe, auch wegen ihrer großartigen Fähigkeiten, ihr Instrument zu spielen, ich bin ja Zuschauer meiner eigenen Band, bin ich sehr stolz, dass meine Band hier dafür auserkoren ist, diese Songs zu spielen. Und die Jungs freuen sich sehr. Also kann man sagen, wenn man genug Geduld hat, setzt sich Qualität immer durch. Auf jeden Fall. Ich meine, es ist natürlich das Ding, dass natürlich der Sound ist immer eine Sache der Zeit. Es ist ja auch so, dass man sich nicht unbedingt täglich das Ura Hieb oder Klaus Lage nun auflegt. Aber diese Musik wird bleiben. Und auch gerade, wenn die per Noten festgehalten sind und in neuen Konstellationen gespielt werden. Gerade war ich dabei bei der Probe von Tagesreise. Hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm. Ich bin ja hier jetzt nicht mit allen Sachen involviert. Bin heute auch mehr Sänger als ein Bandleiter. Und ich muss schon sagen, das ist ein ganz schöner Stoff. In die Abendkühle fällt die Ahnung der Nacht. Tag hat seine Spiele, längst vollbracht, längst vollbracht. Und ich finde auch, dass das zeckt und dass das immer noch anmacht. Und dann gibt es ja heute auch eine Welturaufführung. Ja. Du weißt, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Zum Ersten, du hast meine Tochter gebeten, einen Silly-Song zu interpretieren, worüber ich mich sehr freue, sie auch, denn Tamara Danz ist ja ihre Patentante. Meine Tochter Rubini. Tamara hat ihr zur Geburt 2 Ohrringe geschenkt, Rubine.
Und sie ist aber, Tamara ist aber 1996 verstorben, als meine Tochter erst 4 Jahre alt war. Und insofern ist es für meine Tochter sehr aufregend. Wo sie zu Hause sind, in die warmen Länder, würden sie so gerne fliehen. Von Berlin. Und dann mache ich was ganz Ungewöhnliches. Ich singe mit meiner Tochter im Duett In jener Nacht von Veronika Fischer, wo ich natürlich ein bisschen fast erröte, weil man kann ja eigentlich so ein Duett nicht mit seiner eigenen Tochter singen. Aber ich sehe es mal als Darstellung dieser schönen Musik und werde mal darüber hinwegsehen, dass es ja meine Tochter ist. Ich freue mich, dass du sie eingeladen hast. Wunderbar. Danke, dass du für uns kurz Zeit gehabt hast, hier jetzt. Du musst, glaube ich, wieder zur Probe. Dirk, wir wünschen uns alle viel Erfolg heute Abend. Danke. Ich freue mich. Bis dann. Ich freue mich, dass du dieses Erbe hochhältst, die Fahne hochhältst.